Willkommen und hallo zu einem neuen kleinen Let's Play. Ja, ich habe ein bisschen rumgetestet, also wer gerade reingeguckt hat und, was? Ist einer on? Schreibt ein Kollege. Ja, ich gleich um 15 Uhr. So, weil wir streamen, bisschen. Ich mache ein paar Videos und zwar von Auto-Werkstatt-Simulator 2015 beziehungsweise Car Mechanic Simulator 2015. Kurze Info. Entwickler Red Dot Games, Kickstarter-Projekt. Viel Beachtung geschenkt von den Leuten, viel gespendet, damit diese Leute sozusagen den nächsten Teil auf die, ne, auf den Weg bringen können. Und entwickeln können. Und ich habe den 2014 dann nicht gespielt. Ich weiß aber, es ist sozusagen, als wenn man so Car-Mechatroniker werden möchte. Oder ist so ein bisschen, man muss Autos reparieren. Oder ich habe mir die Platinum Edition für 13 Euro geholt bei Steam. Ich weiß nicht, ob das Angebot noch gibt. Aber da sind alle DLCs dabei, bis auf dieses totale, total Customization. Das ist nämlich wie so ein Sandbox-Modus. Da kann man nämlich unbegrenzt Money, kann man nämlich sein Auto bis zum geht nicht mehr auftunen, so wie man es gerne haben will, nur auf Dragstrips und so weiter fahren. Ja, ich habe mir mal gedacht, so, weil ich schon ein paar Autorennspiele streame, streame ich auch ein bisschen, wie man so ein Auto mal ein bisschen behandelt. Die einen oder anderen wissen nicht, wie so ein Auto oder was so ein Auto alles hat. Für Sachen, für Teile und so weiter und so fort. Und wir werden die Sachen dann reparieren oder tunen, je nachdem. Das irgendwann kriegen wir, wie gesagt, irgendwann haben wir unser eigenes Werkstatt-Imperium, wo wir sämtliche Sachen machen können. Ja, ich bin mal gespannt, wie das alles wird und wie das Let's Play wird und wie das bei euch ankommt. Ihr werdet mir natürlich schreiben, beziehungsweise kommentieren, wie ihr das findet und so weiter und so fort. Auf YouTube könnt ihr schon meine paar Videos euch angucken, von Drift-Videos, weil ich letztens gemacht habe, mit dem Erdo, mit dem guten Erdo zusammen und so weiter und so fort. Aber jetzt schauen wir uns erstmal den Car Simulator an. Am Anfang ist das mal viel Gerede, weil so ein Spiel erklärt sich ja nicht von alleine, besonders das nicht. So. Hast du das Telefon klingeln gehört? Das ist ein neuer Kunde für dich. Geh zum Schreibtisch, nimm das Telefon ab und überprüfe, was zu tun ist. Jetzt habe ich auch vom Kollegen, vom Lee, der hat mir gezeigt, wie man OBS richtig einstellt. Jetzt läuft es auch auf meine, auf meinen Computer. Super geil. Und flüssig, ja. Hoffentlich läuft das auch immer so weiter. Das, weil ich einige Spiele vom PC aus streamen möchte und nicht nur von der Konsole. Weil es gibt manche Spiele, die kannst du nur auf dem PC spielen, die sind auch nur auf dem PC. Es gibt einige Marken wie Bosch und so weiter, aber die Autos sind halt nur begrenzt lizenziert. Also es gibt Mercedes, es gibt Bentley, es gibt Maserati und so weiter, aber manche kann man sich so ein bisschen zudichten. Kennt man ja so Fantasieautos, die aber aussehen wie die realen Autos. So, also man kann erkennen, was es denn am Ende ist. So, dann wollen wir am Telefon gehen. In diesem Menü kannst du alle Aufträge in der Warteliste betrachten. Einige von ihnen sind gesperrt, da du mehr Erfahrung benötigst, um sie anzunehmen. Hier kannst du Aufträge annehmen oder, wenn du sie nicht magst, ohne Konsequenzen ablehnen. Neue Jobs werden hier jedes Mal, wenn ein Kunde dich anruft, erscheinen. Alles klar. So, da haben wir einmal ein Brino Piccolo und ein Royale Bianco. Würde ich mal sagen, ja, ist ja gut. Den können wir nicht, weil der erst ab 1500 Erfahrung ist. So. Geht nicht. Mein Gott, er ist doch gut, Mann. So, also, Rino Piccolo. Auftrag. Wechsle das Motorenöl aus. Ja, das dürfte an sich nicht schwer werden, glaube ich. Motorenöl auswechseln. Genmeier, ne? Bruder mal Motoröl ausproben. Gucken, wie das funzt. So. Das steht da auch. Sieht so ein bisschen aus wie ein Renault. Nee, oder wie heißt der nochmal? Der Duplo? Duplo, Duplo, irgendwie. Fiat Duplo, ne? Duplo. So.
Links seht ihr die Liste. Normaler Modus, Karosserie, Zusammenbaumodus, Motor wechseln, Reifen wechseln, Karosseriemodus umschalten. Da sehen wir dann die inneren Teile. Und wenn wir dann den Karosseriemodus anschalten und den Zustandsmodus, dann sehen wir, was nicht in Ordnung ist. Und zwar der unten. Das Öl. So, aber das machen wir gleich. Wir haben zwei Hebebühnen. Ja, ich habe das Spiel gerade schon mal gestartet, um gucken, wie das ist und wie es läuft. Und da sind zwei Hebebühnen. Das heißt, wir können im Moment zwei Autos bearbeiten. Das heißt, hier ist aber unsere Arbeitsfläche, unsere Auftragsankommenfläche. Das heißt, hier stehen unsere Autos, Ruhe da drüben. Und mit M bewegen wir uns. Genau, Arbeitsverwaltung. Halte deinen Arbeitsplatz immer sauber und organisiert. Reparaturen, die Zugang zu Rädern und Federung erfordern, werden nur mit einem Wagenheber möglich sein. Andere können auch anderorts erfolgen. Um einen neuen Job anzunehmen, musst du in der Mitte deiner Werkstatt freien Platz schaffen, sodass der Kunde sein Auto abstellen kann. Genau, das heißt, wir packen den mal auf die linken Wagenheberbühne. Und bevor die uns hier noch weiter auf den Terz gehen, wo wir diese beiden nicht machen können, nehmen wir den Royale Bianco und wir müssen einen Motorenfehler reparieren. Also alles mit Motor. Ja, halt die Klappe. So, das stellen wir auch mal auf die Arbeitsfläche. Ich merke schon, ich rede gerade sehr viel. Für die einen sagen, ja, doch mal die Klappe jetzt. Ja, aber erklären ist halt das A und O, sonst weißt du ja nicht wohin, warum, wieso. Und ich meine, man wird hier echt kalt reingeschmissen. Das heißt, man muss sich wirklich durchgucken, wo, wie, was, um das Auto halt zu reparieren zu können. Ne? Das ist halt nicht immer einfach. So, hier sind unsere Werkzeuge. Den Werkzeugkasten können wir aber erst, wenn wir benutzen, wenn wir 1000 Erfahrungspunkte haben. Wir haben nämlich genau 0. So. Genau, hier ist unser, ich glaube, hier, genau, hier ist unser Reparaturtisch. Diese Liste zeigt die Teile, die repariert werden können. Vergiss nicht, dass die Aufwertung von Reparaturwerkzeugen und deine Fähigkeit im Aufwertungsmenü die Chance auf eine erfolgreiche Reparatur erhöht. Du kannst Karosserieteile reparieren, nachdem die Reparaturwerkzeuge Stufe 5 aufgewertet wurden. Ja. Hier ist, genau, Reparaturtisch und so weiter und so fort. Das können wir nicht, hier ist auch nichts. Karosse reparieren. Für diese Aktion musst du zuvor entsprechende Werkzeuge im Upgrades-Menü haben. Genau. Und hier kann man halt rausgehen, um die Autos zu testen. Da wir nur das Motoröl auswechseln müssen, würde ich mal sagen, brauchen wir keinen Test zu machen, sondern gehen direkt ans Werk. So. Den Motor aufmachen. Motor. Ach, Moment. Stimmt, Motoröl. Das Motoröl wechseln wir ja. Ne, Moment. Altes ablassen, neues nachfüllen. Okay, alles klar. Doch, gut. Nicht nachfüllen, sondern direkt alles ablassen. So, dann fahren wir das gute Stück mal hoch. Gehen in den Karosseriemodus. Da ist das Dingen, glaube ich, oder? Ja. Oh, so. Entschuldigung. Autofederung, nein. Moment. Autofilter. Ölwanne. Genau, Ölfilter. Dann holen wir uns erstmal einen neuen Ölfilter. Öl. Da.
Der war schwarz, ne? War ein schwarzer Ölfilter, ja. Alles klar. So, Ölfilter gekauft. Zusammenbaumodus. Okay, das war doch ein blauer. Man hätte mal gucken sollen. Ja, möchte ich. Alter, kann man den verkaufen? Nice. Cool. Alles klar, war doch ein blauer. Ne, sehr schön. Gut. Oh, nochmal. Autoteile, Ölblau. Da ist er doch. Ja. Danke. So. Ölfilter kaufen. Ölfilter kaufen. So, da wollen wir ran. Aber wir müssen das alte ablassen. Kosten für Ölreinigung 100. Ja, ich weiß. So. Zusammenbaumodus. Die Ölwanne machen wir wieder dran. Hätte man hier eine Wanne hinstellen können oder was? Irgendwas zum Aufhalten. Na gut, egal. Haben wir jetzt Öl am Boden? Muss so. Scheiß drauf. Haben wir natürlich wieder gereinigt. So, Ölfilter, alles klar. Den wieder drauf. So. Genau, jetzt müssen wir noch neues Öl nachfüllen. So, das heißt, hier füllt man halt Öl nach. Aber wo an dem Ganzen? Da, oder? Ja. Das heißt, wir müssen Öl nachfüllen. Wie füllen wir denn jetzt Öl nach? Ja, das ist ja super. Uh...
Das ist jetzt total die super Frage. Tuning-Laden oder Performance-Laden gibt's da nichts, ne? Nicer Scheiß. Du kriegst mir jetzt Öl her. Das ist nice jetzt. Ja, das meine ich mit, man wird kalt reingeschmissen. Nee, das sind die Bremspunkte. Pumppunkte. Luftfilter. Öleinfüllschraube, da ist sie doch. Wer sucht, der findet. So. Wie viel sollte man nachfüllen? Okay, ich glaube, das Ding ist dann selber hochgegangen. Ne? Alles klar. Okay, Öl, neues Öl rein. Auftrag schließen. So. Unser erster Auftrag haben wir weg. So. Jetzt können wir eigentlich schon den nächsten Auftrag wieder annehmen. Nö. Die Filter müssen ersetzt werden. Aber na klar doch. Die Musik gefällt mir auch gut. So. Oh, eine schöne Frage. Eine schöne Farbe. So, hauen wir auf die linke Heberbühne. Was hat er denn? Was hat er denn? Kolben mit Pleuelstange, Nockenwellen, Zahnrad, Ventildeckel, R4. Ach du heilige Scheiße. Gut. Mudue. Wo hat er denn das Problem? Okay, alles klar. Ventildeckel. Hä? Ach so. Thank you.
muss rausgeschrobt werden, wa? So, zack, 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 zack. Ja, ich weiß, auf dem Deckel sind sogar Zeichen, damit man da halt Öl einfüllen muss. Wo kann man das Öl nachfüllen? Hm, ich lese schon wieder die Kommentare, ey. Kennt sie Homie mit Autos aus? Ich hab jetzt erst mein eigenes Auto seit letztes Jahr und so viel Öl gewechselt habe ich noch nicht. Also, ne? So kein Meister von mir gefallen. Wir lernen alles, ja? Mit der Zeit. Es kommt, es kommt. So, was will der? Der Ventildeckel muss... Okay. Nockenschiss. Wo ist er denn? Nockenwelle? Nockenwellenzahnrad. Okay. An den Nockenwellenzahnrad. Das heißt, wir müssen hier irgendwas abmachen. Nee. Da. Das müssen wir abmachen. Ja, alle Zeilen Dings haben. So, das müssen wir abmachen. Das müssen wir abmachen. Zum Glück gibt es den Zusammenbaumodus, dass man dann sieht, wo was hingehört, weil ich habe jetzt schon wieder vergessen, wo was hingehört. Aber mit der Zeit kommt's. So, dann das Zahnriemen. So, das Zahnrad, das heißt, Nockenwellenzahnrad. Beide oder nur eins? Okay, eins. Alles klar. So, was hat er noch? Kolben mit Pleuelstange. Also, wir holen erstmal Ventildeckel R4 und Nockenwellenzahnrad. So. Ventil. Ventildeckel R4. Was gibt's denn alle für Ventildeckel? Alte Scheiße. Okay, Ventildeckel R4. So. Nockenwellenzahnrad. Achso. Sonst wird da ja wahrscheinlich wieder so ein Ding dahinter stehen. Alter, 110 Euro. So. Inventar. Das verkaufen wir. Das verkaufen wir. Schon mal Geld wieder gekriegt. So. Alles Klärchen. Dann wollen wir mal. Zusammenbaumodus. Ja. So näher ran. Alles klar. Die kommt wieder drauf. Das kommt drauf. Das kommt drauf.
Das drauf. Der Riemenspanner. Und der neue Ventildeckel. Genau, die Zündspulen. So, alles klar. Kolben mit Pleuelstange. So, Kolben mit Pleuelstange, das muss wahrscheinlich wieder unten sein. Oder? Oder doch nicht? Kolben mit Pleuelstange. What the fuck? Habe ich was verpasst oder bin ich einfach nur falsch? Warte mal, Kolben mit Pleuelstange. Ah, das ist ein Zylinder. Okay. Also doch irgendwo unten. Müssen doch die Zylinder, die sind da drin im Motor, auf jeden Fall. Jetzt sagt sich einer so, oha, das war aber richtig aufgepasst. So. Ach, scheiße, wir müssen ja die Ölwanne, ne? Da ist nämlich der Übeltäter.
Ich hätte es wahrscheinlich auch von der anderen Seite öffnen können, ne? Ohne dass der Öl, ohne dass das Öl rausgeht, ne? Kann vom Motorraum aus erreicht werden. Oh. Also ich habe umsonst das Öl rausgelassen. Okay, dann füllen wir dem Typen dann auch gleich Öl nach. Ist ja kein Thema. Alles klar, das Ding, die können wir auch durch, beziehungsweise den Motorraum erreichen, die Sachen. Alles klar, gut. Okay. So. Dann füllen wir da erstmal Öl nach. Das heißt, ich hätte das eigentlich komplett mit allen drum und dran wechseln können in dem Sinne. Ja, super. Dann dauert die Reparatur also noch ein bisschen länger. Erstmal den ganzen Motor auseinanderbauen hier. Boah! Läuft, wir machen eine große Reparatur. Ja gut, ich meine, wir haben uns den Auftrag angenommen, wir machen ihn auch zu Ende. So, das muss noch ab hier. Weiß ich, was Kfz-Mechatroniker für eine Arbeit teilweise haben. Ja, ich weiß, der Ölfilter muss noch weg.
Also muss ich doch von unten. Alles klar, wir bauen den Motor auseinander. Jawoll! Das ist doch wunderbar. So. Ja, Öl nachgefüllt. Scheiß drauf. Brauchen wir nicht. Dann machen wir. Die Wanne muss auch weg. Ja, gibt nochmal 100 Euro. Kann vom Motorraum aus erreicht werden. Aber ich muss ja erstmal gucken, wie ich an den Kack drankomme hier. Soll jetzt wieder runterfahren oder was? So, welche ist jetzt kaputt gewesen? Die, okay, alles klar. Kolben mit Pololstange, dafür haben wir den kompletten Motor auseinandergebaut. Jawoll. Hilfe.
Habe ich was vergessen? Oder habe ich alles wieder dran? Ach, der Öl. Ach, da! Genau. Und die Dinger. Genau, den Ölfilter wieder ranballern. Beziehungsweise so, Großbau fertig. Hat auch lange gedauert. Hoffentlich kriegen wir für eine gute Vergütung. Ölfilter wieder reinballern. So, das heißt, jetzt müsste im Inventar eigentlich nicht mehr wirklich viel drin sein, ne? Außer der, genau, Schrott verkaufen. Okay, können wir nicht. Alles klar, dann machen wir so. So, runterlassen. Öl nachfüllen. Klappe zu. Und danke fürs Gespräch. Ja, 1218 alte Auftragsausgaben, 640 Bonusvergütung. Ja, ich musste auch viel verändern, ne? So, was heißt das jetzt hier? Na, egal. So, und damit haben wir 1280 auch empfangen und der Kunde ist glücklich und musste sehr viel bezahlen. Und wie es bei uns in Car Mechanic 2015 Simulator Dingenskirchen. Boah, Alter, das war mal ein Auftrag. Wie es hier weitergeht, das seht ihr demnächst. Bleibt dran. Ich bin auch. Alter, ich glaube, ich hole mir jetzt erstmal ein Eis.